Leute, heute gibt es mal wieder ein relativ kurzes Leaks-Video für GTA 6, bevor ich in den nächsten Tag relativ ausgiebig das Gefängnissystem unter die Lupe nehme, denn das soll sehr, sehr riesig werden. Das lohnt sich da auf jeden Fall auch einzuschalten in den nächsten Tagen. Wie gesagt, spreche ich da ausgiebig drüber. Ich habe heute folgenden Post gefunden. Und zwar soll es so sein, dass wir in GTA 6 Hotels betreten können. Das klingt jetzt erstmal im Allgemeinen nicht so besonders, aber es soll im Allgemeinen in GTA 6 möglich sein, deutlich mehr Gebäude betreten zu können. Das kennen wir aus den alten Teilen. Es sind wirklich gerade mal so eine Handvoll im Vergleich auch, zu der gesamten großen Map. Es ist tatsächlich gerade mal so eine Handvoll Gebäude, die man tatsächlich betreten kann. Das ist echt relativ wenig und in GTA 6 mit dieser verdammt umfangreichen Map, die ungefähr so zweimal so groß sein soll wie GTA 5, sollen es eine Menge Gebäude sein, die wir betreten können. Nicht nur Hotels, viele, viele andere Sachen. Finde ich auf jeden Fall eine richtig coole Sache und gibt dem Spiel definitiv deutlich mehr Tiefe. Und wer weiß, was wir in bestimmten Gebäuden alles finden können. Ich könnte mir vorstellen, dass es da viele Verstecke, Collectibles gibt. Habe ich ja letztens darüber gesprochen, dass wir sogar Items finden können mit verschiedenen Stufen, legendären Stufen, epischen Stufen und so weiter und so fort. Vielleicht irgendwelche legendären Waffen mit irgendwelchen Perks und so weiter und so fort. So in der Art könnte ich mir vorstellen, dass es definitiv noch mehr Bock macht und vor allen Dingen noch komplexer wird, überhaupt die gesamte Map zu erkunden. Nicht nur die einzelnen Bereiche, Verstecke, sondern einfach auch Gebäude. Das gibt so viele Möglichkeiten, in denen man sich Tage, Stunden, Monate, keine Ahnung wie viel Zeit in diesem Spiel verlieren kann. Das wird extrem, extrem heftig. Freut euch wie gesagt auf das Gefängnisvideo. Das soll sehr, sehr ausgiebig werden. Das Skript ist schon fertig. Es wird eine ganze Menge. Da gibt es einige Minuten drüber zu erzählen. Ihr wisst also Bescheid. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.